Ja, hallo, mein Name ist Michael Fahrt von der Firma Randstad. Ich bin Google-Expert bei Randstad, kümmere mich dort seit einigen Jahren um das Thema rund um Google Workspace, habe auch die Chromebooks mit eingeführt und freue mich über die Einladung von Cybert Media und euch heute das eine oder andere zu den Chromebooks mit auf den Weg zu geben, falls ihr selber darüber nachdenkt, welche einzuführen. Wo kamen wir her? Also wir haben früher auch tatsächlich mit primär Windows und MS Office gearbeitet. 2014 haben wir uns für die damals noch unter dem Namen Google Apps bekannten Produkte von Google entschieden, sind zweigleisig also gefahren, haben MS Office weiter genutzt, aber Google Apps mit eingeführt. Vorteil war Best of Both Worlds. Das heißt, die Kollegen hatten eine Umgebung, die sie kannten und aber auch eine neue, die gerade was die Kollaboration betrifft, ganz neue Möglichkeiten eröffnete und ja, konnten sich so ein bisschen aussuchen, was sie gerne nutzen möchten. Also zu dem damaligen Zeitpunkt gab es noch keine klare Entscheidung, wo die Reise mal hingehen wird. Hatte allerdings aber auch den Nachteil, dass wir nicht doppelte Kosten hatten, weil wir zwei Office-Suiten bezahlen mussten. Wir hatten bis 2019 noch fest verbaute Geräte, sogenannte Thin-Clients, die unter Citrix liefen. Die hatten zwar den Vorteil, dass sie sich relativ leicht administrieren ließen, so ähnlich wie durchaus die Chromebooks auch, waren aber halt nur stationär einsetzbar und nur eingeschränkt multimedia-tauglich. Es kam auch zu ja, immer mehr Anforderungen mit, ja, wir wollen online rekrutieren, Videobewerbungsgespräche führen, E-Learnings machen. Das war halt unter Citrix eher schwierig. In dieser Citrix-Umgebung waren auch die Laufwerke gehostet, noch bis letztes Jahr sogar. Und hatten da aber auch schon festgestellt, okay, ohne Citrix, ich habe vielleicht mal Smartphone mit dabei. Auch das hatten die Kollegen schon durchaus seit einigen Jahren im Einsatz. Konnte man nicht auf alle Daten zugreifen, muss ich mir dann doch irgendwie wieder mailen oder sonst wie zusehen, wie ich sie vielleicht auch von unterwegs mal nutzen kann. Oder im Zweifelsfall eben halt dann gar nicht. Und für uns war es halt auch relativ komplex zu administrieren. Also wenn dann vielleicht ein neues Laufwerk benötigt wurde, musste man sich an die IT wenden. Das konnten die Kollegen nicht selbst machen. Ja, das war also auch eine Sache, die hat uns als IT auch nicht so gut gefallen. Wie kamen wir denn auf Chromebooks? Wie eben schon gesagt, die Kollegen haben halt gesagt, ich will auch mal vielleicht beim Kunden was präsentieren. Ich will vielleicht auch mal vom Homeoffice oder einem anderen Standort als jetzt in meiner angestammten Niederlassung arbeiten. Dafür war es dann wichtig, dass wir in den Niederlassungen auch WLAN ermöglichten oder zumindest, wenn ich vielleicht beim Kunden bin, dort gibt es kein WLAN, alternativ vielleicht auch auf einen Hotspot ausweichen kann. Smartphone haben die Kollegen ja und eben tatsächlich an verschiedenen Standorten arbeitsfähig zu sein und nicht nur am angestammten Arbeitsplatz in meiner Niederlassung. Es sollte halt auch ein schnelles Gerät sein, mit dem ich wirklich gut arbeiten kann und nicht ständig irgendwie den Ladebalken sehe. Es sollte aber auch sicher sein. Im Sinne von, dass wenn es jetzt zum Beispiel auch mal gestohlen wird, wer kommt an die Daten ran, wo sind die Daten gespeichert? Eben in der Cloud. Und auch sonst möglichst sicher sind. Die Akkulaufzeit von Chromebooks ist sehr, sehr gut, zumindest für das Modell, für das wir uns entschieden haben, was hier auch abgebildet ist. Das läuft wirklich einen kompletten Arbeitstag durch, wenn man mobil arbeitet. Das waren so Punkte, die uns da Chromebooks haben ins Auge fassen lassen. Für uns war es dann als IT auch wichtig, dass sie sich einfach administrieren lassen. Wir haben circa 1500 Geräte angeschafft, die in den Niederlassungen personalisiert genutzt werden können und darüber hinaus noch circa 500 Geräte in einem sogenannten Kiosk-Modus. Und da war es uns halt auch wichtig, dass wir jetzt nicht jedes Gerät einzeln administrieren, aufsetzen, machen, tun müssen. Und das ist halt eine Sache, das geht bei Chromebooks wirklich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach. Der Kiosk-Modus, was ist das? Ein Kiosk-Modus ist, ich klappe das Gerät auf, ich muss mich nicht als Person anmelden. Das Gerät hat gewisse Vorgaben, was es kann oder eben auch nicht kann. Und wir haben das bei uns genutzt, zum Beispiel für Rekrutierung, Coaching oder E-Learnings. Da gibt es dann vielleicht einen Bewerber, der sich für was Bestimmtes interessiert oder der vielleicht beim Kunden im Einsatz ist und für den Kunden zum Beispiel eine Sicherheitsunterweisung sich anschauen soll. Vielleicht aber zu Hause keinen Computer hat oder es auf dem Smartphone nicht gut durchführen kann. Eine weitere Sache beim Kiosk-Modus ist, sobald ich das Gerät zuklappe oder mich abmelde oder es ausschalte, werden die Daten komplett gelöscht.
Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Zertifizierung durchläuft, kriegt ein Zertifikat, dann muss er es natürlich vorn zuklappen, irgendwo anders hinmailen, hochladen, ausdrucken, was auch immer. Und danach ist es aber so, dass alle Daten, die vielleicht auch personenbezogen sind, tatsächlich eben beim Zuklappen oder Abmelden wirklich restlos gelöscht werden. Und der nächste Kandidat, der das Gerät bekommt, hat nicht irgendwie Zugriff auf vielleicht das private Mailkonto von demjenigen, der sich vorher die Sachen noch nach Hause gemailt hat. Diebstahl ist zwecklos, weil wir die Geräte zentral managen und tatsächlich eben auch eingeschränkt haben. Das heißt, wer dann irgendwie sagt, okay, naja, ich nehme das mal mit nach Hause, das ist jetzt meins, der wird damit wenig Freude haben, weil es eben so eingeschränkt ist, dass man damit eigentlich nicht viel machen kann, außer eben den Zwecken, für die es Randstad vorgesehen hat. Was war das Ziel des Ganzen? Wir wollten damit auch noch weiter eben die Teamarbeit fördern. Und Google Workspace geht eben auf Chromebooks mit am besten, weil dafür sind sie gemacht. Ich habe die Möglichkeit, eben ohne Citrix auf alle Daten zuzugreifen auf dem Gerät und gegebenenfalls auch auf dem Smartphone, weil sie eben nicht in Citrix liegen, sondern eben einfach in der Cloud von Google. Eben auf jedem Gerät nutzbar, egal wo ich bin. Es sind immer die aktuellen Daten, also ich muss nicht irgendwie sagen, okay, letzte Woche hat mir mein Kollege das zwar mal zugemailt, weil es auf dem Laufwerk liegt, auf das ich vielleicht keinen Zugriff habe. Bin immer nicht sicher, ob ich auch wirklich das Update bekommen habe. Muss ich nicht Rätsel raten. Ich öffne das Dokument, es ist aktuell. Und man kann da eben auch gemeinsam arbeiten. Also wir hatten das früher auf den Laufwerken öfter mal, dass die Kollegen gesagt haben, ja toll, hier ist ein Kollege in der Excel-Liste drin, ich muss da aber rein, der ist jetzt aber gerade, hat es aufgerufen, bevor er zum Kunden losgefahren ist. Was mache ich denn jetzt? Ja, leider warten, bis der Kollege wieder da ist. Hier überhaupt kein Problem. Es ist völlig egal, wie viele Kollegen in einem Dokument gemeinsam arbeiten. Das funktioniert einfach. Und auch was Schönes ist, wir wollten auch uns selbst ein bisschen Arbeit erleichtern und auch den Kollegen da Freiheiten geben im Sinne von, also gewisse Freiheiten, soweit wir sie eben gestatten, im Sinne von zum Beispiel die Kollegen, so haben wir es entschieden, dürfen selbst geteilte Ablagen in Drive anlegen und selbst entscheiden, wer da Zugriff hat. Wo es eben bei den Laufwerken vorher so war, sie mussten es eben beantragen, mussten sagen, wer da Zugriff haben soll und dann musste sich die IT drum kümmern, hat vielleicht immer ein bisschen gedauert und hier geht der Kollege selber her, legt es an, vergibt den Namen und die Rechte und los geht's. Wir als Randstad haben verschiedene Sachen eben jetzt auf Webdienst umgestellt, die eben in der Cloud laufen. Das eine ist ein Intranet, jetzt Rapeo, vorher noch Lumaps. Wir haben unser Front-Office-Tool, das läuft unter Salesforce und unser Reporting auf die SAP Analytics Cloud umgestellt. Und ja, alles, was eben webbasiert läuft, kann man eben super auf Chromebooks nutzen. Ein weiterer Punkt war noch vor Corona, dass wir gesagt haben, okay, wir haben relativ hohe Reisekosten, weil sich Kollegen dann doch irgendwie öfter mal in bestimmten Regionen treffen müssen, dass die Kollegen in unser Headquarter fahren mussten oder auch vielleicht innerhalb einer Region von A nach B fahren mussten, nur um vielleicht mal Kleinigkeiten abzustimmen. Ja, und wo das Telefon aber vielleicht nicht reicht, wenn man sich doch irgendwie sehen muss oder mal was zeigen muss. Und da ist nämlich Google Meets eine super Alternative. Ja, wie so oft ging es natürlich auch um das Thema Kosten. Wir haben dadurch Kosten für die Citrix-Server eingespart, für die File-Shares, die eben in dieser Umgebung laufen und zumindest zum gewissen Teil auch die Office-Lizenzen zurückführen können. Wir konnten sie nicht auf null reduzieren, aber wir konnten sie schon doch jetzt in dem Umstellungsprozess doch deutlich reduzieren. Wir haben aber auch festgestellt, es ist kein Selbstläufer. Man muss die Leute doch schon ein bisschen mit an die Hand nehmen und damit es nicht irgendwie einen Aufschrei im Unternehmen gibt, ihr kennt das wahrscheinlich, immer wenn man was umstellt, ist es erstmal so, ich habe doch was, was funktioniert. Warum wird denn schon wieder irgendwas umgestellt? Ich muss mich umgewöhnen. Wann soll ich denn das noch alles machen und lernen? Da haben wir uns dann eben überlegt, wie können wir das gut angehen, damit die Kollegen nämlich so reagieren und das ist nicht gefaked. Wir haben uns also Kollegen wirklich rausgesucht, die halt auch Interesse an Neuerungen haben. Also wir haben jetzt nicht jemanden rausgehört, du musst das aber jetzt machen, der vielleicht dann diese Einstellung einnimmt und sagt, ich muss mal gar nichts oder ich mache dann nur das Notwendigste, sondern wirklich auch zu Kollegen zu finden, die auch ein Interesse haben an solchen Umstellungen und Neuerungen. Die haben wir bei uns Google Senseis genannt. Und unser Ansatz war von vornherein,
uns in die Nutzer rein zu versetzen und ihnen zu sagen, okay, ist ja alles schön gut, was bringt es mir denn? Mir als Nutzer dieses neuen Gerätes mit den neuen Tools. Wir haben die Kollegen halt auch enger betreut, quasi wie so kleine VIPs. Die hatten also Zugriff auf Neuerungen und haben auch einen schnelleren Support bekommen, als es vielleicht üblich war. Wir haben sie auch ein bisschen intensiver geschult. Es gab also dafür einen ausgewählten Kreis dieser Google Senseis, gab es ein Eintagstraining, wo wir uns dann irgendwo so auf halber Strecke gefunden haben. Ich bin irgendwo hingefahren und die Kollegen kamen dann dazu. Und wir haben uns einen Tag dann wirklich eingeschlossen und haben halt auch wirklich praxisbezogen uns Dinge angeschaut. Also nicht, wie ich es jetzt hier nur machen kann, dass ich Slides durchgeklickt habe, sondern wir haben wirklich Sachen gemeinsam erarbeitet, ausprobiert. Wir haben gemeinsam eine geteilte Ablage angelegt, gemeinsam mit Dokumenten gearbeitet und wirklich gezeigt, wo die Vorteile liegen, was man eben Schönes mit dem Chromebook dann auch machen kann. Und haben diese Kollegen dann auch als Multiplikatoren genutzt und als Schnittstelle nach draußen. Das heißt, nicht wie es in der Vergangenheit der Fall war, die IT kommuniziert irgendeine Änderung und so ist es halt, sondern wir haben tatsächlich eben entsprechend uns dann auch immer regelmäßig ausgetauscht. Das werde ich auf der nächsten Folie gleich nochmal ein bisschen genauer beleuchten und haben so auch gemeinsam auf beiden Seiten durchaus auch Know-how aufgebaut und uns Best Practices angeschaut. Ja, also wir haben den Kollegen Dinge als Anregung mitgegeben, aber die haben uns durchaus auch Sachen zurückgegeben und gesagt, hey, ich habe das und das ausprobiert. Ich habe hier mal, was weiß ich, Google Notizen angelegt, die teile ich mit den Kollegen und das nutzen wir so und so im Team. Und. Da gab es wirklich viele tolle Sachen. Mit Google-Formularen zum Beispiel. Das war so ein Klassiker, den ich dann da angeregt habe. Probiert doch mal Google-Formulare aus, statt irgendwie Mails rauszuschicken und dann das Feedback, was dann zurückkommt, irgendwie manuell auswerten zu müssen. Solche Dinge. Und wir haben uns auch ein Experiment eingelassen unter dem Stichwort Gamification. Wir haben 8 kleine Quizze über Google-Formulare bereitgestellt, wo wir verschiedene Themen rund um Google und das Chromebook gefragt haben. Und je nachdem, wie gut die Punktezahl war, gab es dann entsprechend auch kleine Preise zu gewinnen oder kleine Gimmicks. Kam auch relativ gut an. Bin gespannt, ob wir es irgendwann wiederholen dürfen. Eben schon kurz angerissen. Wir haben uns also auch dann überlegt, okay, die Welt dreht sich weiter, die Dinge entwickeln sich weiter und wie kriegen wir das in die Fläche rein, möglichst reibungslos. Das heißt, es ist wirklich auch ein Kreislauf, deswegen habe ich auch mich bewusst für diese Grafik hier entschieden. Kann durchaus sein, dass wir mit irgendwas anfangen, kann aber auch sein, dass jemand einen Änderungswunsch hat und dann ist es tatsächlich so, dass ja, zum Beispiel eine Neuerung einführen oder einen Fehler beheben, dann die Google Senseis um Feedback bitten. Läuft es jetzt wirklich? Habt ihr noch irgendwelche Wünsche? Gibt es noch irgendwas, was wir optimieren können? Daraus entsprechend auch eine Kommunikation entwickelt und haben es dann eben an alle ausgerollt. Und wenn es dann ausgerollt war, war es auch wieder so, dass die Google Senseis uns dann auch wieder unterstützt haben und uns dann auch jedenfalls aus der Fläche eben als Schnittstelle das Feedback gegeben haben, was ist vielleicht dann doch noch aufgetreten, was dann auch selbst die Senseis beim Testen nicht gefunden haben. Muss nicht unbedingt ein Fehler sein, sondern vielleicht irgendein Wunsch oder irgendeine kleine Ecke oder Kante, die man vielleicht noch wegfeilen kann. Ja, das haben wir dann entsprechend von den Kollegen zurückbekommen oder wir auch an die Senseis zurückgegeben, die es dann auch wieder in die Fläche tragen konnten. Ja, und so ist das ja eigentlich ein permanenter Kreislauf, hat sich bei uns sehr bewährt. Ja, und dann kam Corona. Und was soll ich sagen? Also wir haben tatsächlich das große Glück, wenn man das so sagen darf, gehabt, dass wir als Randstadt diese ganze Umstellung, wir führen in die Lassung Wi-Fi ein, wir machen sie fit mit Google Workspace, wir rollen die Chromebooks aus. Diese ganzen Dinge kamen wirklich quasi rechtzeitig. Also wir waren circa ein Jahr vor Corona mit diesen Dingen soweit fertig, dass wir die Chromebooks ausgerollt haben, haben dann permanent noch ja, das Know-how aufgebaut. Und das Schöne daran war, die Kollegen waren tatsächlich im Homeoffice wirklich sofort startklar. Und weiß nicht, wie es in anderen Unternehmen ist, also wir kriegen oftmals halt tatsächlich immer nur das zu hören, was nicht gut läuft. Und hier war wirklich mal ein Thema, wo uns wirklich die Kollegen gedankt haben und gesagt haben, ey, es ist super. Es gab dann die Ansage von der Regierung oder dann irgendwann auch von der Geschäftsführung, dass sie gesagt haben,
wo es geht, arbeitet von zu Hause. Die Kollegen haben das Gerät mitgenommen, haben zu Hause gearbeitet und es gab eigentlich keinen großen Unterschied. Die Arbeitsweise war dieselbe. Und was vielleicht noch ein bisschen mehr wurde, waren die Google Meets. Aber es lief alles. Ja, es gab nicht, wie es in anderen Unternehmen teilweise war, Probleme mit den VPN-Verbindungen oder sonstigen Dingen. Es lief. Die Kollegen konnten wirklich einfach arbeiten. Und wenn es irgendwelche Problemchen gab, dann waren das eher vielleicht dann, ja, dass der Raum zu Hause eingeengt ist, die Internetverbindung vielleicht zu Hause nicht so stabil. Aber grundsätzlich, zumindest das, was wir bereitstellen konnten, das lief. Die Kollegen hatten eben auf alles Zugriff, weil die Sachen eben schon in Google Drive lagen. Wir haben eben letztes Jahr unsere ganzen Daten eben von den Netzlaufwerken nach Google Drive migriert. Die Daten waren dort verfügbar. Man konnte an alles ran. Weil sie eben in Drive liegen, konnte ich in den Dokumenten eben prima auch gemeinsam arbeiten, auch wenn ich nicht mit dem Kollegen in einem Raum saß. Und wenn es dann doch mal möglich war oder notwendig war, dass ich mal was vis-à-vis zu besprechen und vielleicht mal mit den Kollegen mal zu sprechen und nicht einfach nur zu chatten und zu mailen oder Kommentare in Dokumenten zu hinterlassen, dann war Google Meet einfach die Lösung für uns. Wenn man Chromebooks einführen möchte, gibt es trotzdem ein paar Dinge zu beachten. Sie sind halt schon ein bisschen anders als ein Windows-Laptop und das sollte man dabei schon mit berücksichtigen. Immer wenn ich mit Webdiensten primär arbeite, sind das eigentlich Top-Geräte. Da kann man nicht viel falsch machen. Auch das sollte man ausprobieren, aber da stehen die Chancen ziemlich gut, dass ich nicht viel machen muss und anpassen muss. Sie lassen sich wirklich einfach administrieren. Man muss halt gucken, habe ich Einstellungen, die ich wirklich harmonisieren kann. Wenn das der Fall ist, ist es eine super Sache. Wenn jeder eine Sonderlösung braucht, der eine braucht eine bestimmte Applikation und der andere darf diese vielleicht gar nicht haben. Das ist grundsätzlich zwar auch möglich, aber dann wird es schon ein bisschen komplexer. Also je schlanker man das machen kann, dass man sagt, okay, wir können uns auf gewisse Standards einigen, muss nicht einer sein oder vielleicht einige wenige, dann lässt sich das danach wirklich super einfach administrieren. Und wenn dann an diesen Standards mal was geändert werden muss, dann ist das auch super schnell angepasst und es erreicht auch die Geräte relativ schnell. Also bei uns ist es so eingestellt, wenn wir Anpassungen machen, einmal täglich guckt das Gerät, gibt es irgendwelche Anpassungen, holt die sich und dann greifen die. Ich als Admin mache diese Änderungen sowohl für den Nutzer als auch für das Gerät in einer Oberfläche, die auch wirklich relativ simpel zu bedienen ist. Das Gerät selbst ist multi-user-fähig. Im Vergleich zu unseren Notebooks, da haben wir es zumindest bei uns so eingestellt, dass jedes Notebook tatsächlich nur von einer Person genutzt werden soll. Bei den Chromebooks ist es eben so, wenn sich mal temporär ein anderer Kollege mal kurz anmelden muss, aus welchen Gründen auch immer, dann hat er seinen eigenen reservierten Speicher, er hat keinen Zugriff auf die Daten des Kollegen und ja, kann auf dem Gerät so arbeiten, wie vielleicht an seinem anderen Gerät, mit dem er sonst normalerweise arbeitet. Das Chromebook, das wir nutzen, unterstützt auch den Google Play Store. Das heißt, wenn ich vielleicht nicht nur reine Webdienste habe, sondern vielleicht auch nochmal ein paar Apps brauche und die sind aber im Play Store verfügbar, wie zum Beispiel bei uns, in unserem Fall war es der Citrix Client für eine gewisse Zeit. Dann habe ich auch Zugriff auf Apps, die eben eigentlich für Tablets oder Smartphones gedacht sind. Nicht jedes läuft auf einem Chromebook, aber viele kann man dann ausprobieren und kann dadurch die Möglichkeiten des Geräts nochmal deutlich erweitern. Es gibt aber trotzdem auch ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Oftmals sind es irgendwelche Legacy-Systeme, Stichwort eine alte App, die noch Windows benötigt. Wenn es halt nur unter Windows läuft, dann muss ich mir halt was überlegen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten mit Virtualisierung. Citrix kann eine Option sein, ein Remote-Desktop vielleicht ein anderer. Wenn ich zumindest weiß, also für eine gewisse Zeit brauche ich dieses Tool noch, dann ist es das Chromebook kein K.O.-Kriterium. Man muss aber tatsächlich dann sich da noch ein paar mehr Gedanken machen. Bei uns war es das Druckerhandling. Wenn man Drucker hat, die mehrere Fächer haben, dann möchte ich die ansteuern. Das geht mit dem Chromebook zumindest noch nicht. Soll aber kommen, habe ich mir sagen lassen. Das könnte ein Thema sein. Bei uns war es ein bisschen das Asset Management. Eben durch diese Multi-User-Fähigkeit kann es natürlich sein, ich hände das Gerät Person A aus und irgendwie wird dann in der Fläche wird hin und her getauscht und also sie verschwinden nicht aus dem Unternehmen, aber sie sind vielleicht nicht mehr bei der Person, der ich es ursprünglich mal gegeben habe. Dann ist halt die Frage, wie organisiert man das?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Update-Strategie. Wieso? Die Geräte lassen sich wirklich super einfach updaten, aber wenn sie mal aktualisiert sind, sind sie aktualisiert. Ein Downgrade ist eher schwierig. Wie das jetzt geht, will ich jetzt gar nicht weiter erklären, aber da kann es tatsächlich ein bisschen schwierig werden. Wissend um dieses Thema haben wir uns für folgendes Konstrukt entschieden. Wir machen das in drei Stufen, bevor wir updaten. Erstmal machen wir einen internen Test innerhalb der IT. Gucken uns da schon mal an. Grob erstmal, ob alle Dienste, die wir so kennen, grundsätzlich laufen. Können natürlich jetzt nicht alles so beantworten aus User-Sicht, weil wir natürlich jetzt nicht jede Applikation so im Detail kennen, wie es der Anwender nutzt. Das heißt, in der zweiten Runde haben wir eine erweiterte Testgruppe, die tatsächlich aus Kollegen aus dem Feld, eben auch wie das Thema Google Senseis besteht, haben denen dann die Updates gegeben und deren Aufgabe war eigentlich nur zu sagen, läuft alles wie gewohnt. Gibt es irgendwelche Änderungen? Fällt euch irgendwas auf? Müssen wir dazu vielleicht auch irgendwas kommunizieren, weil vielleicht eine Funktion sich geändert hat? Oder gibt es tatsächlich irgendwelche Problemchen, dass wir uns um die noch kümmern können, bevor wir es in die Fläche geben? Und wenn die Daumen hoch gemacht haben, dann ging es tatsächlich dann an alle Kollegen draußen. Hat sich bis jetzt auch bewährt, hatten wir bis jetzt noch keine größeren Probleme. Also wenn man so vorgeht, sollte man eigentlich gut gewappnet sein. Ja, das war mein kleiner Vortrag rund um die Chromebooks. Ich hoffe, das eine oder andere war dabei, was euch vielleicht bei der Entscheidung hilft, wenn ihr sie denn treffen müsst oder wollt. Ansonsten bin ich auch noch für eine Fragerunde da. Das heißt, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, dann stehe ich da gerne auch nochmal zur Verfügung. Freue mich auf eure Fragen. Ich hoffe, es hat euch geholfen und war interessant für euch. Und ja, würde mich freuen, euch in der Fragerunde zu sehen. Dankeschön.